R-E-W-I-N-S-I-D-E. Servus, das Kids, was geht? Herzlich willkommen. Komm, wir helfen. Nein, was war das? Schuh hier? Nein! Weg mit dem Schuh! Oh. Leute, willkommen hier im wunderschönen Ofen. Ich habe heute jemanden bei mir und zwar Sebastian. Hey, schön, dass du da bist. Möchtest du vielleicht unseren Stargast vorstellen? Ganz kurz, warte für den Witz. Und zwar ist im heutigen Video mit dabei LeFloid. Schmeckt! Ah! Leute, ja. Ja, es tut mir voll leid. Ja, ja, tut mega leid. Du hast voll die schöne Haut. Ich weiß. Ich hab heute geduscht. Alter, ich nicht. Leute, wir haben heute was richtig Innovatives vor. Eigentlich hatte ich zuerst vor, YouTuber am Nippel erkennen zu spielen. Dann ist mir eingefallen, dass die Werberichtlinie wahrscheinlich auf YouTube dem ganzen... Verpiss dich, Mann! Okay, also wir können so wirklich nicht weitermachen. Ja. Das ist too much, oder? Digga, das ist einfach volles Crackloch. Ich denke so, wir machen das UFO, wir machen mal ein Video, ne? Was passiert? Köpfe fliegen durch die Gegend. Mein Schuh, ich hab schon. Hör auf jetzt, Mann! Eine Schnauze! Ich hasse es hier. Jedenfalls ist mir da eingefallen, dass wir wahrscheinlich dafür einen fetten, nicht werbefreundlich reingedrückt bekommen. Und da wir natürlich von diesem Geld angewiesen sind, ne, ihr kennt das, Leute, wir brauchen das, ne? Wir brauchen das wirklich! Also, haben wir uns überlegt, wir spielen heute YouTuber an den Lippen erraten. Das klingt genauso wie Nippel und wenn man das Wort im Titel anders schreibt, dann kommt letztendlich das gleiche raus. Ihr werdet schon selber sehen, Leute, seid ihr auf den Clickbait reingefallen. Depp. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Schau mal hier, ich habe hier ein Bild. Wessen Lippen sind das? Doggy. Nein, Bibi. Bibi? Ja. Warum? Keine Ahnung, das ist so charakteristisch. Das ist einfach... Würdest du wirklich sagen, aber schau mal, passt denn, ich habe ein extra Stück weit von der Nase. Ja. Wenn du es jetzt so siehst, was ist es dann? Das ist eine ganz andere Form. Dann ist es ein Loch, der da rangeht. Boah, dann ist es ein Arschloch. Ja. Oh, okay. Oh. Ja, Bibi war richtig. Und Wasserschaden. Ist Bibi? Bibi ist richtig. Und Wasserschaden. Heftiger Witz. Okay, wenn ich alle von dir richtig errate, darf ich dir diesen Fuß in den Rachen schieben. Okay, andersrum aber auch. Okay. Okay, gut, haben wir schon mal eine Bestrafung. Perfekt, zeig mir dein Bild. Ich hab leider keine Bilder dabei. Leider keine Bilder dabei. Ich habe ein Bild von meinem Kumpel. Wer ist das? Ah, ist das dein Vater? Ja. Sag einmal Hex Hex, dann habe ich's schon. Hey Tex. Nochmal. Hey Tex. Okay. Alles klar, wie wär's denn? Hiermit. Ja. Junge, das sieht aus wie Annoying Orange, Alter. Kennst du Annoying Orange? Ja, natürlich. Sieht so aus, oder? Ja. Diese Crack-Orange, ne? Ja. Hat ein bisschen was von mir. Leon, es wäre wirklich gut, wenn du aufhörst, deinen Karton zu verschieben, während wir aufnehmen. Ich suche noch meine Flasche. Dann hör auf damit, du Wichser. Meinst du die Flasche, die du gerade in den Raum geworfen hast? Meinst du die Flasche, die du bist? Ja, schau mal drauf. Annoying Orange würde ich eventuell auch zählen lassen, wenn du nicht drauf kommst. Wer hat denn so? Ist das. Ne, das ist nicht Kelly. Das ist auf jeden Fall nicht Kelly. Ist ein, nee. Weil das Kinn ist so. Das Kinn ist stabil. Es ist eine sehr kleine Oberlippe. Ich schätze Dougie. Freizügiger. Ist es Katja? Nein. Hä? Na, also ich, den zweiten. Du hast zweimal falsch geraten. Sollen wir mal. Also dann. Ja. Dann sollen wir einfach weitermachen. Ja, aber wer ist denn das jetzt? Willst du wissen? Ja. Lucy Cat. Lucy Cat? Ich bin YouTuber, die ist kein YouTuber, die macht Pornos, Alter. Aber die macht doch YouTube. Die macht doch, ich guck die nur wegen YouTube-Content. Ja, hör die, auf. Die hat Schwänze von Zuschauern bewertet mit Katja. Hat auf sie? YouTube. Hat sie? Ja. Wieso machen wir sowas nicht? Weil wir keine Schwänzbilder von Schwänzbilder. Leute, wenn ihr uns Schwänzbilder schickt, dann geht das ist vorbei. Schickt so. Schwänzbilder ad. Genau. Okay. Okay, wen habe ich denn hier? Wer ist das? Ist ja ein Kerl. Das ist auf jeden Fall ein Kerl. Ich. Fuck, Mann, ich dachte, du kennst deine eigenen Lippen nicht. Ohne Scheiß bin ich's? Ja. Ah, Junge! Ich will den Fuß nicht schmecken, Alter. Bro. Hä, aber warum kennst du deine eigenen Lippen? Wie oft schaust du dich gerne, also im Spiegel machst du oft. Oft, Digga. Ja? Jedes Mal. Man merkt, du bist auch so der Typ dafür. Warum? Du kannst den Fuß beiseite packen, wir haben noch nicht alles erraten. Ja, aber, also ich meine, ich muss schon mal nicht mehr, ne? Ja. Denn du hast den ersten halt nicht erraten. Aber ja, ich werde halt auch einen erraten, safe, also von daher. No. Nein. Boah, das okay. Ist... Los, weiter! Warum habt ihr das immer noch rumliegen, Alter? Hey, weil Halloween nächstes Jahr wieder ist. Ah ja, okay, scheiße. Ja. Okay, ich muss gerade selbst überlegen, wer das ist. Was ist das? Wie wär's hier mit dir? Ist das ein Intimbereich? Für manche Menschen ist auch dies so, die Zone intim. Wer ist das, Alter? Warte. Alter! Warum? Ja, wer kann's sein? Überleg mal. Also Denergy ist zu hell dafür. Okay, ja. Denergy ist wahrscheinlich ein bisschen dunkler, ne? Das stimmt. Mhm. Wer hat denn so einen Bart? Revi. Tanzverbot ist es auch nicht, der kriegt die Lippen nie aufeinander. Nee? Nee, der hat immer den Mund auf. Hat das immer so? Ja. Okay. Ansage gegen Revi kommt jetzt. Ist es ein YouTuber? Ist ein YouTuber, ja. Ja, auch mehr YouTuber als die davor. Aber er macht doch Musik, oder? Er sieht aus wie ein Musiker vom Bart her. der hat dieses Trap-Bärtchen, weißt du was? Ich kann dir auch den Kanalnamen sagen, ist auch kein Ding. Sag einfach Bescheid.
Das ist ein Trap-Bärtchen. Aha. Ja. Trap? Rap? Warte, lass mich überleben. Simon Desio ist es nicht. Auf jeden Fall nicht. Mhm. Petrit kann es auch nicht sein. Mhm. Es ist auf jeden Fall jemand mit arabischer Herkunft. Das, ja. Ich grenze schon ziemlich weit ein, aber ich kenne das nicht so. Guck mal hier, arabische Herkunft, oder? Ja, würdest du nicht sagen. Nee, arabische Herkunft können wir so stehen lassen, auf jeden Fall. Ey, keine Ahnung. Body Forms ist es auch nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Ist es... Marcel Scorpion! Oh mein Gott, dieser ekelhafte Ziegenbart. Ich hätte es wissen müssen, ja. Junge, hätte sogar ein Diss gegen dich gemacht. Stimmt, Alter. Sind die arabischen Lippen dir nicht aufgefallen in dem Diss? Bis dato nicht, nein. Ja, aber tatsächlich. Das sind die arabischen Lippen vom Marcel. Die arabischen Wurzeln, Alter, das war schon immer eine Sache. Naja, gut, okay. Wer ist das? Ich hätte direkt gesagt, nochmal Baby. Genau. Hast du YouTuber zweimal verwendet? Nee. Du? Hast du nicht? Nee, ich auch nicht. Scheiße. Okay, nee. Fuck. Ich wirklich, es sieht so Bibi-mäßig aus, aber es ist auf jeden Fall weiblich. 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 Nein, warte. Es ist... Ach, okay. Ja. Bibi ist es nicht. Mhm. Dann ist es... Kein Plan, Mann. Ich schaue halt nur Bibi. Bibi ist deine Antwort? Nein. Also, wenn du sagst, du hast die YouTuber zweimal verwendet. Sowas müssen wir eigentlich vorher sagen. Wer ist denn das jetzt? Sag mir deinen Namen. Ich will deinen Namen hören. Ja, Bibi! Kacke. Halt, das ist Jody! Ah! Okay, nein. Du bist dran. Ja, Leute, was soll ich sagen? Da ist wohl zwischendrin die Aufnahme einfach ausgegangen, Thomas, ne? Wie kann das denn passieren? Ist ja auch egal, wir haben einfach neue Lippen gefunden, weil das krass ist, Leute. Uns ist aufgefallen, jeder YouTuber hat Lippen. Nein. Dir nicht? Nein, wir haben darüber geredet, das können wir nicht so behaupten. Warum? Hast du alle YouTuber untersucht? Scheiße, du hast recht. Hast du alle YouTuber geküsst? Ja. Ich hätte gerne alle YouTuber geküsst. Wer, du machst jetzt so romantische Musik. Hab ich. Das macht er, wenn. Wer, du machst, ne? Ja, hat er schon. Gut, was hältst du von ihm? Was ist das? Ist eine sie? Nein. Doch, mit Bart, aber. Ist aber ein stabiler Bart für eine sie, Alter. Ja. Ich würde ungelogen sagen... Na. Digga, Malle ist halt nur einmal im Jahr. Ja, stimmt, du hast recht. Stabile Lippen auf jeden Fall. Mhm. Ist auf jeden Fall eine sehr attraktive Frau. Kuss echt, oder? Kuss, also mit. Ja? Würdest du küssen? Ja. Ich auch. Aber ich würde die Lippen küssen, ja? Aber halt nicht die Oberfläche von deinem Handy. Mhm. Weil wer weiß, wo das schon lag. Ja, gut. Dann, wer ist denn das? Nee, also, aber auf dem Bild würde ich küssen. In echt würde ich, glaube ich, nicht machen. Wer ist das jetzt? Weil mein Bruder ist Mann, Max! Das ist Taddle. Echt? Ja. Sieht aber aus wie Max, oder? Nee, absolut nicht. Er sieht voll aus wie Max. Taddle hat viel hellere Haare, du Affe. Hä, hey, überhaupt nicht, Alter. Junge, soll ich dir mal zeigen, was aussieht wie Max? Der hier. Gut, Leute, machen wir mal weiter. Was hast du noch Schönes für mich? Bring mich einfach um, Alter, ohne Scheiß. Lass es einfach mit dem Leben. Das wird nichts. Okay, alles klar, da habe ich für dich ein weiteres Bild von der Person, die du mir jetzt sagst. Ah, okay. Oder auch nicht. Boah, shit. Was ist das denn für ein... Das ist auf jeden Fall ein Videoausschnitt, das ist ja kein Instagram-Bild, oder? Nee. Ist das eine Frau? Ich kann es gerade echt nicht ausmachen. Mann oder Frau sein mehr, ne? Ja. Dann würde ich sagen, es ist eine Frau. Aber stabiles Kind auf dem Bild. Das ist aber ein richtig stabiles Kind, ne? Wer ist das, Alter? Aber die Lippen sind zu voll für einen Mann. Aber das Kind ist echt Hut ab, Bruder. Ich habe keine Ahnung, ist das ein Minecraft-Skin? Weil das so eckig ist, das Gesicht. Junge. War die Kamera gerade eben an, als er das mit dem Feld erzählt hat? Nein, ne? Ich hab gerade eben gesagt. Wie meinst du so, yo, beeil dich mal, ich muss weiter. Ich muss mein Minecraft-Feld ernten. Ja. Und dann so nach 30 Sekunden wurde klar, dass es einfach kein Witz war. Ja. Sondern dass er wirklich sein scheiß Minecraft-Feld ernten muss. Ja, und? Ja, okay, ihr schaut wahrscheinlich Revi, ihr versteht es wahrscheinlich. Aber für mich ist es einfach so. Ja, sorry, du hast ja nie was damit zu tun, ne? Ja, so, ich muss. League of Legends. Aber. Ja, Mann, ey! Warte, lass mich raten. Komm, es ist Hand of Blood. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nachdem es jetzt gerade weiblich war, wird es Hand of Blood sein, oder? Hand of Blood weiblich. Hand of Katja Kasowice. Ist es Katja? Ja. Aber es ist ein ungeschminktes Bild. Warte, ich zeig dir gerade. Nein, ich kenn das Bild, ich kenn das Bild, ich kenn das Bild. Okay, kennst du das? Shit, okay, egal. Okay. Das ist richtig im Arsch. Schau. Who dat? Also wenn ich das jetzt hier so sehe, muss ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Stabiler Bartwuchs? Max. Nee, diesmal ist es nicht Max. Dena. Stabiler Bartwuchs auf jeden Fall. Ja, ja. Aber wenn ich das Bild so sehe, habe ich so ein bisschen das Bedürfnis, mich bei meinen Freunden darüber zu informieren, was so in den letzten 14 Tagen passiert ist.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Welt an mir vorbeigezogen ist. Neues Handy kaufen, ja, oder? Neues Handy kaufen, ja, erstmal wieder frisch machen, das ist mein Bedürfnis, wenn ich das sehe. Ich komme aus einer Gegend, sage ich mal, es ist oft eine Schlagzeile gewesen, weil es eine sozial schwache Gegend ist, mit vielen Problemen auch. Genau, und das, in dem Moment habe ich das Gefühl, dass mich die Richterin verarschen wollte und was persönlich gegen mich hatte. Mhm. Und dementsprechend würde ich sagen, Gewinnzeit. Ah, perfekt. Nee, Upper Red, Leute. Ja, genau. Upper Red? Ja, ist richtig. So, war das eine schöne Herleitung. Ja, absolut. Kann man auf jeden Fall feiern. Muss man aber halt auch nicht, ne? Ist das Denergy? Wenn ich dieses Bild so sehe, habe ich das Gefühl, das müsste ich mich erstmal auf den neuesten Stand bringen, was in den letzten 2 Jahren so passiert ist. Im Modebusiness. Okay, erzähl weiter. Naja, also ich sag mal so, ich hatte im Gefängnis eine Weste an, so ein Pulli und der war dünn. Das ist Billo, guck mal Leute, Billo. Und die Klamotten die Klamotten gehen gar nicht. Das ist nicht mal Gucci, ne? Nichts war Gucci im Gefängnis, gar nichts war Gucci. Hä? Verstehe das nicht. Gar nichts war Gucci, Gucci bei mir. Was willst du kaufen danach? Ja, richtig, genau. Deshalb würde ich sagen, es ist Leo Maschinas guter Freund Locke. Lucky! Nein! Okay, ist falsch. Leute, ich hoffe, dass wir jetzt trotzdem über 10 Minuten gekommen sind. Wenn ihr was gewinnen wollt, dann könnt ihr jetzt bei SK tatsächlich im Video diesen Griff gewinnen. Ihr müsst aber auf dieses Video einen Daumen nach oben da lassen. Ja. Das ist ein bisschen kompliziertes Verfahren, wir wollen eigentlich nur Daumen schnorren. Dieser Griff... Lass uns einfach, oder? Macht's gut, ciao!